So. Auf das gebaut wird. Und zwar jetzt. So, hier ist auf jeden Fall... Doch, die stehen sich da schon hin. Informationen sammeln, ganz wichtig. Mhm. Ja, irgendwie ist das echt... Na, das noch läuft das ja. Ich bin gespannt, ob das ob die Rolltreppe das schafft. Ich sehe gerade eine daneben bei uns echt, das ist Panne. Die bauen wir doch zur Not nochmal. Pass mal, Rolltreppe nach oben. Super. Bauen wir noch eine mehr ein. Wo ist denn jetzt? So, dahin. Durch die One-Way-Geschichten. Kann ich die demontieren? Ja, kann ich. Oh, super. Demontier die mal kurz. So, die rennen gleich da oben hoch. Bin mal gespannt, ob das jetzt ein bisschen zügiger läuft. Hoffentlich. Rolltreppe nach oben. So. Das Tolle ist, wird gleich benutzt. Das ist schon das Fantastische. Wo die noch gar nicht da ist. Jetzt wäre natürlich hier noch praktisch, wenn wir hier noch mal so einen Flitzweg haben, ne? Nein, wer das Vorteil hat oder nicht. Am besten, wie gesagt, eine Toilette, ne? Die WC-Geschichten müssen wir noch größer machen. Darm-WC viel zu klein. Das muss größer und Herren-WC genauso. Das können wir eigentlich bauen. Platzgefühl ist da doch, oder nicht? Wie groß muss denn das sein? Da. Der sagt mir nein. Ach so, ja gut. Ich sehe hier einen Baul. Das würde gehen. Genau stramm an der Wand lang. Bis da vorne hin. Dann muss ich den Mist aber abreißen. Gut, fallen die Sitzgelegenheiten weg. Demontieren. Demontieren. Und das hier auch. Wo ist das jetzt? Da. Nein. Das. Genau. So. Nehmen das mal nochmal weg. Dann versuchen wir da mal so einen schnellen Weg bauen. Wo ist denn jetzt da? Machen wir mal weg da. So. Dann können wir diesen Darmklummel nämlich größer machen. So, hier eine Wand rein. Zack. Löschen die Wand raus. Wupp. Und dann müssen wir hier nochmal ein Fundament machen. Das können wir, glaube ich, dürfen wir, glaube ich, auch noch. Oh ja, das dürfen wir sogar. Großartig. WC-Damen. So. Zone. Wo sind WC-Damen? WC-Damen. Da, zack. Nein. So, hoffentlich bauen sie dann die Wand rein. Wäre schöner. Objekte. Wo ist jetzt hier? Komfort, ne? Genau. So. Dann nehmen wir das doch mal weg. Das hier genauso. Zack. So, Objekte. Bauen, Böden. Irgendwie einen schicken Fußboden hier. Weißtisch. 0 nach 15
Fliese hier rein. So. Da fehlt eine Wand. Wo ist die Wand hin? Ach, die bauen da gerade das Teil. Na, hoffentlich kriegen wir das hier näher. So, wie sieht es oben aus? Noch alles verdächtig leer. Ich weiß auch nicht, wie das hier hinten ist. Wie ist das hier denn gerade mit der Abfertigung? Wie sieht das hier aus? Ist Boarding, das läuft aber. 130 Minuten. Und hier drüben, wie ist das hier? 42 Minuten, was fehlt da noch? Eine Handvoll. Die sind 98% gebordet. Okay, da fehlt ein bisschen. Da hat wieder irgendjemand gepennt. Nochmal schauen. Gut. Die benutzen Raketenweg. Läuft. So, das ist auch fertig, fast. Da können wir die Wand noch nicht wegreißen. Weil sonst wäre das kein sicherer Bereich. Dann hätten wir hier Ärger. So, machen wir Waschbecken. Objekte kommen vor. Wo war das Waschbecken? Da. Hier nochmal Waschbecken rein. So, und so. Zack. So, auch fertig, super. Dann können wir da hier mal baumäßig was wegreißen, und zwar entfernen, einreißen. Ne, entfernen, ne? Löschen, die Wand. Zack, rausnehmen. WC Herren. Sorry, aber das noch, da können wir, pass mal, Versorgung. Ne, was war das jetzt? Objekte kommen vor. So, Toiletten noch hier rein. Zup. Na, machen wir hier nochmal. So, jetzt können wir hier oben noch die Dinger hinbauen. Boah. So. Da hätten wir das auch schon mal ein bisschen, ne? So, Fußbögengeschichte, machen wir das gleiche hier, wo ist die? Da. So. Ich hoffe, das läuft jetzt besser. Der hat aber echt zu kämpfen hier. Der hat echt zu kämpfen. Meine Güte. So, was haben wir hier? 207 Minuten. Also ich bin mal gespannt, wie der Tag heute aussieht. So, wo hocken die denn? Der ist nicht noch unschlüssig, oder was? Aber wie gesagt, hier vorne im Zoll, das hier im Sicherheitsbereich, das müsste eigentlich funktionieren. Aber es ruckelt wie Hölle. Meine Güte. Das ruckelt wie Hölle. So. Wie ist das neben dem Keller? Alles gut, ne? So, wo sind wir gerade? Was machen die jetzt? Ach, da oben. Das Klo ein bisschen größer. Gut, dann hat sich das Ganze ja doch ein bisschen normalisiert, ne?
Wie gesagt, wir müssen uns mal das Ganze ein bisschen anschauen, wie sich das entwickelt. Was wir hier noch machen können ist, wenn wir schon mal da sind, pass mal auf, lass uns noch so ein bisschen ein paar Sitzgelegenheiten hier hinstellen. Das können wir hier genauso machen, auf dieser Seite. So. Und hier in der Mitte von mir ist auch. So. Zack. So ein bisschen was fürs Auge noch. Was haben wir hier noch verfallen? Ist ein bisschen, so ein bisschen Geblümse hier. So. So, hier von oben hin. Siehst du wohl. Und das, ach, das war noch ganz wichtig, was man auf Komfort Operation da. Wo war es hier? Da. Die überteuerten. Was? Wir haben noch einen auf Lager. Oh, die kostet hier so gratis. So, und jetzt kostet sie uns 500 Mücken für eine Mülltonne. Ist natürlich schon echt ein guter Preis, ne? Das muss ich ja mal sagen. So. So. So, mal sehen, ob wir jetzt viel schneller durchkommen. Mal schauen. Ich habe das Gefühl, diese hier, klar, die hängt fest. Abbrechen, überdenken. Zack. Du genauso, ab, die hängt fest. Das habe ich mir fast gedacht. Und du auch, ne? Richtig? Ja. Was mit dir? Die hängen fest, die habe ich mir gedacht. Hier unten ist auch noch eine. Blase Umwelt, hast du nicht gesehen? Genau. Jagen wir die mal davon. Das ist gut, dass das jetzt funktioniert. So. Warum rennen die da über die Möbel rüber? Das ist jetzt ein bisschen. Ja. Ah, das glaube, das ändert sich noch, ne? Ich glaube schon. So, wie ist das hier hinten nochmal gucken? Was mit dem hier? Boah, jetzt mal gucken, wo die Leute sind. Hervorheben, wo seid ihr denn alle? Auf jeden Fall nicht mehr im Ticketbereich. Da sind sie raus. Die lümmeln sich noch. Was ist denn das hier oben? Was ist denn das? Erste Klasse Lounge, ich glaube es ja nicht. Dass man tatsächlich Leute in der ersten Klasse Lounge. Gibt's ja gar nicht. Aber jetzt läuft es einigermaßen. So, wie ist das mit dem hier? Hervorheben, wo seid ihr? Wie gesagt, nicht mehr Tickethalle. Da ist nichts mehr. Doch einer. Aber der macht sich jetzt auf die Socken. Na cool, also dann haben wir das ja doch irgendwie gerettet jetzt. Nach langem Hin und Her und Probieren. Oh mein Gott. Was mich denn so ein bisschen, was mich wundert ist, zu Anfang, das ging immer wunderbar, bis wir denn das letzte Gate gebaut haben und die letzte Maschine da rein, da brach das plötzlich, ja, zusammen, ne? Da war dann dieses, wie sagt man so schön, das Fässchen zu überlaufen. Das war dann startklar sozusagen. So, was haben wir hier denn? Frustration, 95%, super! Minus 95%. Warum seid ihr denn frustriert? Warum? Würde mich mal interessieren. Okay, mal gucken. Wo ist denn das jetzt? Information. Frustration. Das da. Das geht aber noch alles. Das meiste ist grün. Was haben wir hier? Environment. Information ist ziemlich gut. Ach, Gottes Willen. Wir müssen ein bisschen mehr mit dem Grünzeug machen, ne? Das ist ein bisschen, die fühlen sich hier irgendwie nicht wohl. Ich weiß gar nicht warum. Auch
Club an, wie, ne? Na gut, hier ist ein bisschen trist, aber mein Gott, aber sonst? Was ist denn hier los? Ach, da läuft ja auch keiner. So, das ist alles schick hier. Alles, und, ne? Darmklo ist vielleicht nicht ganz sauber, aber ich meine, da kann ich mir auch nichts dran ändern. Hier ist es aber, hier ist es auch so, da ist alles schön, ne? Aber hier ist ein bisschen, weil das, ich glaube, der Raum ist zu groß, ne? Und wenn ich jetzt da einfach sage, wie ist das denn hier gerade lautsprechertechnisch? Wir müssen auch noch was tun. Da drüben haben wir gar nichts. Hier haben wir überall, also Beschallung ohne Ende. Hier unten auf jeden Fall. Wir müssen da noch mehr tun. Ich weiß nicht, wie viel wir daran knallen können an so einem PA-Verstärker. Ich weiß das gar nicht. Steht das irgendwo hier? Pass mal auf Versorgung. Nein, Zonenupdate da. Operation. Da. Kleiner, den großen würde ich mal wissen hier. 10 Geld, 10 Lautsprecher. Okay, 10 Geld, 10 Lautsprecher. Was habe ich denn da dran? Ich habe da dran. Wie viele Lautsprecher habe ich da dran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 9. Und wie viel Geld haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Oh Gott, wie viel haben wir denn jetzt hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir könnten normalerweise die beiden auch noch mit anbauen. Dann haben wir alle 10 oder warten, dann kann ich die beiden noch mit anbauen. Aber dann bringt das wieder nichts. Ich muss noch einen mehr davon haben. Ich brauche noch einen mehr. Meine Güte. So. Ja, da unten ist nichts. Wie viele Leute haben wir jetzt hier gerade rumlaufen? 2, 6. Ja, ne? Da müssen wir was tun wegen Grünzeug hier. Aber hier ist alles schön, ne? Soweit so gut. So okay. Es geht so. Umweltübersicht. Na, da unten ist egal. Aber hier ist alles gut. Hier fehlt noch irgendwas. Hier müssen wir noch irgendwas machen. Mach das mal aus. Was haben wir jetzt gerade? 22 Uhr? Ich will mal gucken hier. Wie sieht das aus? Da waren sie zu spät. Die laufen noch. Und was haben wir hier? Pass mal auf. 10 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, 11 Minuten, 3 Minuten. Das ist alles nicht so schlimm. Ja, mal sehen, wo das jetzt klemmt. Auf jeden Fall nicht mehr im Check-in. Das muss jetzt, das rauscht jetzt durch. Das muss jetzt durchgehen. Umwelt. Wollt ihr Blümchen auf dem Klo oder was? Was können wir denn da machen? Dekoration. Aber nicht, dass sie da in die Blumenpötte reinpinkeln. Was haben wir denn hier für eines? Sowas. Oder sowas hier. Das könnte man auch einbauen. Hier genauso. Bloß wohin? Okay.
So. Siehst du, das war schon mal gar nicht schlecht. Wie gesagt, das haben wir wieder im Griff. Ja, genau, dachte ich mir auch gerade. So, jetzt müssen wir das Ganze bloß ein bisschen im Auge behalten, was da passiert. Wir können normalerweise dieses auch noch dazu kaufen. Das werden wir auch machen, weil Kohle dafür haben wir. So. Dann haben wir auch Platz für noch eine Landebahn mehr. Vor allem werden wir das, denn hier können wir hier noch locker flockig zwei Gates noch extra anbauen. Mal sehen, was denn zusammenbricht. Mal sehen. Was kostet uns das hier? Das gleiche, ne? 3 Millionen. Okay. 3 Millionen. Oh, hier, warte mal. Benzin. Ich glaube, wir haben nichts mehr, ne? 0. Ja. Na. Okay, so. Kauf das mal auf. Dann hätten wir das auch. So. Siehst du, wie gesagt, wir müssen einmal das so ein bisschen im Auge behalten, was uns, ja, wie das alles zusammenläuft. Ob der Rest jetzt funktioniert. War ja doch schon ein gewaltiger Akt, ne? Das einfach mal schnell umbauen. Ist ja mal nicht eben mal so, ne? Naja.